Das sind unsere Bildungspakete. Die arbeiten hier mit dem Roboter, mit dem Dobot Magician. Und hier können hauptsächlich ist das für Berufslernende und die können da einfach den Einstieg in die Robotik und Automation erlernen. Mit Voti.ch bringen wir die Demokratie in die Schule mit einem interaktiven E-Learning, mit Klassenabstimmungen, wo wir die eidgenössischen Abstimmungen ins Klassenzimmer bringen. Also beispielsweise kann man bei uns wirklich eine Klassenabstimmung durchführen, wo die nächsten Abstimmungen, das Covid-19-Gesetz, das sind Themen, die interessieren auch die Jugendlichen. Und wir möchten eigentlich die Diskussion ins Klassenzimmer bringen. Wir möchten schauen, dass die Jugendlichen sich eine Meinung bilden und dann dürfen sie bei uns auch abstimmen. Und so möchten wir eigentlich die Meinung der Jugend einfangen und der Jugend eine Stimme geben. Also wir bieten digitales Zusatzmaterial zu Schulbüchern und existierenden Unterrichtsmaterialien an. Also die Lehrer können im Lernportal eine digitale Klasse anlegen, dort Hausaufgaben geben, Quizzes, Arbeitsblätter generieren. Und auf der anderen Seite, die Schüler haben diese Quiz-App, dort können sie üben, wiederholen, eben diese Hausaufgaben machen, Fragen an den Lehrer stellen. Dieses Rad, das ist ein super Anziehungspunkt für Leute, weil das Ziel ist, also wir bieten eine Austauschplattform an für außerschulische Lernorte, wo sie ihre Angebote auf diese Plattform stellen können und wo die Schulen, Lehrpersonen, wie auch immer, da relativ einfach darauf Zugriff haben. Also ich bin selber Sexualpädagoge, ich habe das entwickelt für meine Workshops. Und weil ich den Auftrag bekam, mit Kindern zu arbeiten, von denen viele sexuellen Missbrauch erfahren haben. Und bin so zu der Auffassung gekommen, am besten wird gearbeitet über Symbole, über die Haptik. Und bei dieser Methode dürfen die Kinder puzzeln, sie können basteln, sie können raten. Also die Symbole werden aus diesem Säckchen hier gezogen. Und da wird gefragt, was bedeutet das? Und wenn die Bedeutung klar ist und wenn darüber gesprochen wurde, dürfen sie das auf diesem Puzzle auflegen. Unsere Botschaft ist mehr Herz, Herzimpulse, mehr Intuition an die Schulen zu bringen. Es ist ein Weiterbildungsangebot für Bildungsverantwortliche, die Interesse haben, neben dem Verstand auch den Herzimpuls mehr wirken zu lassen in der Schule. Hier ist das iKischli. Da kann man bis zu 6 Tablets verstauen und direkt laden. Und ist so ein bisschen für den Fenstersims gedacht, dass man das auf dem Fenstersims in einer Schule stellen kann und dass die Geräte sauber verräumt sind. Und auf der hier unten ist das iWaggly. Das ist eigentlich unser erstes Produkt, das wir gemacht haben. Ein klassischer iPad-Wagen, der sehr robust ist und wo man bis zu 24 Tablets hier verstauen kann. Oder jetzt in diesem Fall 16 oder 17 Laptops.